Mein Name ist Volja. Heutzutage bin ich Studentin der Belarussischen Exiluniversität in Vilnius. Außerdem habe ich auch an anderen Universitäten studiert, an einer belarussischen Universität und an einer deutschen Universität. Deswegen kann ich sagen, dass ich verschiedene Ausbildungssysteme vergleichen kann. Was ich nach meinem Studium in Deutschland festgestellt habe, dass das Ausbildungssystem in Deutschland sich sehr vom belarussischen Ausbildungssystem unterscheidet. Und zwar, belarussische Studenten haben nicht so viel Autonomie wie deutsche Studenten. Ich glaube, belarussische Studierende müssen mehr Selbstständigkeit haben und ihren Stundenplan und ihre Zeit selbstständig organisieren. Zweitens, was ich noch sagen kann, ich wünsche unseren belarussischen Studenten mehr engagiert zu sein und an verschiedenen Projekten und verschiedenen Organisationen teilzunehmen. Und drittens, was auch sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, dass belarussische Studenten sich freier fühlen müssen und ihre Meinung frei äußern können. Das ist wahrscheinlich in Belarus nicht immer möglich. Deswegen glaube ich, dass es sehr wichtig ist, dass Belarus sehr viel Austausch mit anderen europäischen Ländern, und zwar mit Deutschland, hat, weil mehr Exchange, das ist sehr wichtig, verschiedene Studienreisen nach Deutschland zu machen, weil unsere Studierenden dann mehr Erfahrung sammeln können, wie zivilgesellschaftliches Engagement funktioniert, wie die Autonomie funktioniert. Und ich glaube, Deutschland ist ein passendes Land dafür.